Also heute wird es endlich soweit. Jetzt gilt endlich, ich mache mir einen neuen Türdurchbruch. Also das ist eine tragende Wand. Und das jetzt war, habe ich selber mal früher so gemacht, so ein kleiner Türdurchbruch, aber das hätte ich nie machen dürfen. Ich mache einen richtigen Türdurchbruch jetzt, weil wir die Küche neu machen und da fangen wir jetzt damit an. Und jetzt ist so, was braucht man bei einem Türdurchbruch? Man braucht zunächst mal Maße vom Küchenbauer, der da sagt, okay, wie weit, wo soll eigentlich dieser Türdurchbruch hin? Ja, also momentan, ich habe den mal vor 20 Jahren eingeschlagen, dachte, okay, das kannst du machen. Nee. Das ist eine tragende Wand, ja. Kleiner Hinweis. Also, von hier oben drückt die gesamte Masse nach unten. Bleistift kaputt. Also, von hier oben drückt die gesamte Masse von dem Haus nach unten. Ja? Die drückt hier quer auf Dings und da kommt dieser Türdurchbruch rein. Und man braucht also erstmal einen Plan. Hier kommt ein Türdurchbruch rein und hier, so weit sieht man das, diese zwei Teile. Jetzt ist so, wenn ich diese Wand rausmache, dann drückt die Masse nach unten. Man könnte denken, dass es vielleicht gar nicht so gefährlich wäre, aber der Punkt ist der, wenn du das falsch machst, dann fällt dein ganzes, da kann dein Dach, das da oben hast, also diese Mauer, wo direkt drüber Steine sind, da sind ja drüber Steine, von mir aus eine Tonne oder so, die drückt nach unten. Und gleichzeitig liegen diese Teile hier, diese Masseteile und auch von da drüben im Wohnzimmer, diese Teile, die hängen zum Teil darüber, liegen da auf. Und wenn man jetzt das, da herausmacht, da ist unten drunter so ein sogenannter Türsturz. Dieser Türsturz, wenn du den rausmachst, dann kann dir das ganze Scheiß noch unterfallen. Und ein Haus, wenn es mal kaputt geht, ist echt scheiße. Ja? Von daher nicht einfach rumspielen. Jetzt gibt es die folgende Grundregel. Kann man sagen, brauche ich jetzt einen Stahlträger für sowas? Nee, ich brauche nicht unbedingt einen Stahlträger. Für solche Breite, solche normale Türbreite, gibt es Türstürze beim Baustoffhandel zum Kaufen. Ja? Bis 1,60 Meter, glaube ich mal. Ja? Man kann so ganz grob die Regel sagen, die Türstürze, die du kaufen kannst, beim also Beton gegossen mit innen drinnen mit Armierungsstahl, die halten das Gewicht aus, was von oben nach unten drückt, durch die Mauer von oben und diese Teile, die hier so lang laufen. Ja? Jetzt muss ich anschließend, braucht man, wenn man das macht, muss man diesen alten, muss man hier, also normalerweise ist die Tür zu, und dann muss man hier einen Schlitzklopfer, querklopfen und jetzt würde das ganze Ding ja runterbrechen, deswegen machen wir Spriese rein. Was ist das? Ein Bauspries. Bauspries oder Baustützen heißen die dann, die kann man gebraucht haben, wenn man sie braucht, dann hat man sie meistens nicht. Ne? Das sind solche Bausprieße und diese Bausprieße oder Baustützen, die muss man jetzt hier ansetzen, hier wenn man Balken ansetzen, dass die ganze nach oben gedrückt wird und wenn man hier ein Loch gemacht hat, dann muss man auch das nach oben drücken, weil sonst die Masse nach unten drückt. Das ist wie bei meinem Lego Häusle oder mit so einem Lego ohne Steinchen, dann würde das zum Teil, kann das so einknicken, klick und klick und dann hat man die Scheiße, ich stehe am Bagger, ja. Deswegen Bausprießer ohne das gar nicht anfangen, ja. Habe ich damals auch gemacht gehabt. Dann braucht man einen Staubsauger. Ohne Staubsauger brauchst du gar nicht anfangen, da ist der ganze Bude total dreckig. Wenn ihr jetzt, mir seht das hier, an dem Teil, da mache ich das ja so, da ist ja die Wand schon rausgeschlagen. Normalerweise geht man jetzt hier mit der Flex ran und flext hier runter und schlägt dann den Rest raus. Und dann kommt noch ein Türzeiger. Hier ist es der Fall. Da ist es so, dann nehme ich nachher die Flex und flex hier einfach runter. Jetzt müssen wir erstmal alles wegräumen und dann flext man mit der Flex lang. Und deswegen braucht man nachher diesen Sauger, weil nämlich nachher das Ding mega dreckig ist und mega staubig. Und wir nehmen jetzt die ganze Sache, also die Möbel, alles was hier in der Küche ist, das kann ich vergessen, das kommt ja nachher eh weg. Da ist nachher eine Staublawine. Deswegen, dieses ganze Zeug nehme ich darüber. Ja,
hier rüber. Und jetzt baue ich mir mit den Teilen, die baue ich mir hier auf und dann mache ich dahinter eine Kunststofffolie, kaufe mir im Baumarkt und dann trenne ich die raummäßig komplett ab. Richtig zumachen, sodass nichts durchkommt, auch nichts durch den Ofen durchkommt, ja, weil sonst, wie gesagt, es staubt wie die Sau und dann, wenn du nicht kein Vollprofi bist, dann hast du ja keine komplette Staubabsauganlage, brauchst du auch gar nicht, ja. Einfach so direkt machen, einigermaßen abdichten und dann das Ding rausschneiden und dann hier in diesem Fall also quasi versetzen zu dieser Seite hier rüber und darauf achten, dass das Ding nicht runterkommt, ja. Und dann relativ rasch den Dinger einsetzen, das ist so ein Metall, also ein Beton mit gegossenem Stahl innen drin, den setzt man dann quasi in der andere rein und der muss natürlich links und rechts aufliegen, das heißt, er braucht eine Auflagefläche, den kauft man länger und dann sitzt er hier auf, damit er nachher nicht, der muss ja irgendwo aufsitzen und dieses Zeugs von oben halten. Ansonsten könnt ihr diese Wand auch nach innen zum Beispiel wegknicken oder so. Ja, theoretisch wäre es möglich, ja. Außer wenn du eine Berglage hast, ne? Da könnt ihr nicht wirklich runtergehen. Scheiß drauf. Und das ist die heutige Aufgabe und das werdet ihr nachher sehen, wie man das erstmal alles vorbereitet. Dann vom Schreiner erstmal die Maße holen, habe ich vorher gesagt, ja. Und dann geht es eigentlich los. Alle Aufbauten weg und dann legen wir los.